Anfänger? Wie kann man Hessencode auch in der Datei speichern, statt immer in die Hessische eingeben zu müssen? Das wird irgendwann nervig, ne? wenn man viel Code hat. Wenn man den wiederverwenden will, dann ist es unübersichtlich, wenn man den nur in der Haskell Shell ballert. Also die Antwort ist, niemand tippt seinen Code in eine Datei. Diese Datei muss irgendwie die Endung .hs haben, oder zumindest ist es üblich, wenn es die Endung .hs hat. Das heißt, da kann ich also irgendwie meine Sachen machen, vielleicht eine Konstante, hallo, oder einen Wert x, der, keine Ahnung, das letzte Element von ABC ist. Sondern das kann man speichern in einer Datei. Ich habe die jetzt test3.hs genannt. Linux-Leute, die wissen, wie man Editor bedient. Ne? Windows-Leute verwenden nicht den Editor Notepad. Denn beim Editor Notepad habt ihr nicht diese Farben hier, die euch helfen, den Syntaxfehler zu erkennen. Wenn ich zum Beispiel hier aussehen das schließende Anführungszeichen vergesse, ne? Dann wird sofort hier irgendwie alles pink oder lila oder so. Und ich weiß, aha, hier ist was faul. Also verwendet nicht Notepad, verwendet sowas wie Notepad++ oder nochmal andere bessere Editoren. Emacs gibt es auch. Emacs, es gibt GVim. Es gibt Emacs mit dem Evil Mode. Sonst ist er nicht bedienbar, ne? Das ist tatsächlich wahr, ich muss zugeben. Also ich glaube, Sublime-Text ist noch das Gegenteil. Es gibt sicherlich Atom.js oder sowas. Aber verwendet nicht Notepad. Okay. Das ist so ein mehrzeiliger Kommentar hier mit dem. So geht's auf, ja? Also auf jeden Fall, ich speichere das in der .hs-Datei. Und dann könnt ihr es laden in GHCI, indem ihr sagt. Ich muss schauen, welches Verzeichnis bin. Indem ihr sagt, Doppelpunkt L für Load und dann eben test3.hs. Und dann ist es geladen und dann haben wir die Konstanten zur Verfügung, die wir in dieser Datei definiert haben. Also mit Doppelpunkt L lädt man. Und jetzt erzähle ich euch eine der wichtigsten Sachen zum Debuggen, auf jeden Fall. Ich habe vor kurzem längere Zeit mit Python programmiert und ich habe alle Leute, von denen ich wusste, dass sie auch Python-Ahnung haben, gefragt, hey, wie kann ich das Equivalent machen von der Sache, die jetzt kommt in Haskell? Es ist eine ganz einfache Sache, aber sie spart Zeit. Stellt euch vor, ich ändere diese Datei jetzt, ja? Ich schreibe hier nicht mehr Hallo hin, sondern ich schreibe hin, eine Monade ist nichts anderes als ein Monoid-Objekt in einer Kategorie von Endofunktoren. Smiley. So, okay, jetzt speichere ich diese Datei und jetzt möchte ich diese neue Konstante haben. Was würde ich traditionell machen? Ich würde vielleicht die Python-Shell beenden mit STRG D und dann wieder neu laden. Oder man könnte auch mit Doppelpunkt L nochmal den gesamten Dateinamen hinschreiben und dann Enter drücken. Aber es geht halt viel schneller. Ich habe jetzt STRG C gedrückt, also es hat nicht gemacht. Man macht Doppelpunkt R. R steht für Reload. Und dann ist die neue Datei da. Und wenn man mehrere Dateien geladen hat? Dann, also hast du nicht. Du hast immer nur eine Datei geladen. Die können aber vielleicht mehrere Module verwenden in verschiedenen Dateien. Und wenn du Doppelpunkt R machst, wird geschaut, welche sich von denen geändert haben. Und dann werden die automatisch neu rein. Genau. Es ist schon, also es ist wirklich völlig banal, ja? Ich meine. Der Programmieraufwand für die GHC-Leute, das zu implementieren, war sicherlich nicht mehr als 5 Zeilen, aber das ist geil. Ja? Also Doppelpunkt R tippt ihr ein, nachdem ihr eure Datei verändert habt und sie neu geladen haben möchtet. Okay. So, dann machen wir kurz die Auflösung von den ersten drei Aufgaben. Und dabei erzähle ich immer noch so ein bisschen mehr drumherum. Bei der ersten Aufgabe gab es diese verschachtelten Tupel und man sollte da irgendwelche Komponenten extrahieren. Ich habe mir jetzt gar nicht die Aufgabe so genau angeschaut, welche Komponente extrahiert werden sollte, aber zum Beispiel könnte man das da machen. So. Hier haben wir, hier vorne steht eine 2, ja, das ist minimal abgeschnitten. Wir haben eine Tupel. Die vordere Komponente von einem Tupel ist eine Zahl, die hintere Komponente ist selbst wieder ein Tupel. Von diesem Tupel bestimmt man jetzt erstmal das Second, das zweite Teil, und dann davon das First. Das ist, es gibt eine 2. Soweit einverstanden? Das ging in dem Fall bei mir auch ohne Punkte und Klammern vorne. Genau. Jetzt kommen verschiedene andere Schreibweisen. So könnte man es auch machen. So ist vielleicht ein bisschen expliziter. Ja? Hier ist ein Tupel. Dieses Tupel kommt in die Funktion second rein. Das Ergebnis ist ein neues Tupel. Und dieses neue Tupel kommt in die Funktion first rein. Ja? So geht es auch. Nur ist es nur so, dass Haskell-Programmierer
generell so ein bisschen averse gegen Klammern sind. Und die würden das anders schreiben. Also zum Beispiel allein schon da hinten, ja, da gehen ja hier irgendwie 1000 Klammern zu, ja. Das kann man umschreiben mit dem Dollar-Operator. Es ist sehr wichtig, dass man mal eine Erklärung zu dem Dollar-Operator hört, weil sonst ist es unmöglich, Haskell zu verstehen, weil er keine Entsprechung in sonst anderen Sprachen hat. Was macht der Dollar-Operator? Der Dollar-Operator ist wie eine riesige runde Klammer auf, die von selbst am Ende der Zeile oder am Ende des Blocks wieder zugeht. Also hier geht eine Klammer auf und sie geht automatisch am Ende der Zeile zu, sodass man sie dort nicht tippen muss. Ja? Denselben Trick können wir hier nicht nochmal verwenden, weil diese Klammern hier, die kann man sich nicht sparen, weil das Tupelklammern sind. Aber immer Klammern, die man verwendet, um also die Schachtelung richtig anzugeben, die kann man sich eventuell immer sparen mit dem Dollar. Das ist eine riesige Klammer auf. Vielleicht zeige ich euch noch das da. Suck ist eine Funktion, die berechnet einfach die nächste Zahl, Successor. Ja? 1 mehr als 10 ist 11. Okay, und wenn ich nicht so viele Klammern schreiben will, dann mache ich das hier mit dem Dollarzeichen. Wenn ich doch Klammern schreiben will, dann sähe es so aus. So, und jetzt irgendwie 1, 2, 3 Klammern dazu. Okay, und ein echter Haskell-Programmierer würde das immer noch nicht so schreiben, sondern eventuell würde er das so schreiben. Kombiniere die Funktionen Suck und First zu einer und wende dann die auf die an, diese Sache. Ich glaube, so richtig idiomatisch wäre es, wenn man das so schreiben würde. Kombiniere diese drei Funktionen zu einer, indem zuerst Second, dann First und dann Suck ausgeführt wird. Und wende dann diese Funktion an auf dieses. Und wenn ich also mir das Dollar, wenn ich Angst vom Dollarzeichen habe, dann schreibe ich das so. Okay. Okay. So, das war Aufgabe 1. Dann Medium-Bestimmung. Da tut es mir leid, wir meinten Liste von ungerade vielen Zahlen. Ja? Es war nicht gedacht, dass ihr euch im Spezialfall von einer geraden Liste umschlagt. Okay, und das geht halt so. Ihr habt diese Liste, vielleicht die Liste der Zahlen von 1 bis C11. Oder vielleicht die Liste von 1 bis 111, aber im Dreierabstand, oder im Zweierabstand. Die Liste, das ist jetzt eine gerade Liste, dann machen wir bis 112. Also ich verkaufe hier gerade auch so witzige Kurznotationen für Listen. Ne? 1.11 gibt die Liste von 1 bis 11. Das ist ja ganz genauso wie in Perl. Ja, genau. Also wie in Perl 6, ne? Oder, nee, das auch in Perl 5 gibt es auch schon. Genau. Aber das da gibt es, glaube ich, erst in Perl 6, oder? Also, dass man das zweite Argument noch angibt, und dann extrapoliert er, wie es quasi weitergehen muss. Ich glaube, ja, das geht nicht. Ja. Gibt es in 5 nicht, okay. Gut, und ja, was können wir machen? Wir können die Liste sortieren. Und jetzt können wir indizieren. 0, der Index 0 meint das allererste Element der Liste. Also wie in vielen anderen Programmen auch. 0 ist das erste Element der Liste. Und 1 ist schon das zweite Element der Liste. Okay, und jetzt von was? Naja, wir nehmen die Länge und teilen sie durch 2. Und dann kommt 57 raus. Was in diesem Fall wohl der Median ist. Okay. Hier gibt es auch wieder diverse Varianten. Zum Beispiel könnte man das auch so schreiben. Und wenn ich nicht immer data.list.sort schreiben will, kann ich es auch einmal importieren. Am besten dann im Editor, sodass er sich das merkt. Und dann einfach nur sort.xs schreiben. Ja, das Import ist wie ein Route Include oder halt wie ein Import in anderen Sprachen. Okay, und als letztes haben wir noch den Eulen-Operator. Der Eulen-Operator hat eine interessante Typsignatur und wir machen einfach ein Beispiel. Und zwar machen wir das da als Beispiel. Ist das gut? Nee, ist nicht gut. Hat gerade jemand ein gutes Beispiel, was wir nehmen können? Also hinten würde ich schon diff machen, weil andere Funktionen mit zwei Argumenten kennen wir gerade nicht. Ah, um das vordere, um den Eulen-Operator, ne?
Genau, das hatte ich gemeint. Aber was ist der andere Vorschlag? Negate und Plus. Negate und Plus. Das ist besser. Das ist viel besser, genau. So, was ist die Funktion Negate? Negate von 3 ist minus 3. Ja, also macht ein Minuszeichen vor. Und Plus ist halt die Additionsfunktion, ne? Plus 10, 20 gibt 30. Okay, und jetzt haben wir diesen Eulen-Operator. Und wir übergeben dem Eulen-Operator zwei Argumente, nämlich Negate und Plus. Und raus kommt eine Funktion, die nimmt dann nochmal zwei Argumente, einen C und einen C, und gibt ein letztes T zurück. Wenn wir der jetzt 10 und 15 übergeben, kommt minus 25 raus. Warum? Also was passiert? Es wird addiert. Aber was wird addiert? Es wird erstmal 10 und 15 addiert, das gibt 25, und dann wird das Ergebnis in die Funktion negate gesteckt. Da kommt 25 raus. Also das ist, was hier passiert. Das ist eine Art von Punktoperator, nur nicht ein Punktoperator für den Fall, dass alle Funktionen nur ein Argument nehmen und eins zurückgeben, sondern hier, dass die Funktion zwei Argumente nimmt. Wir sehen das nochmal im Typ. Also der Eulen-Operator nimmt zwei Argumente, eine Funktion und eine zweite Funktion. Und er gibt eine dritte Funktion zurück. Die erste Funktion ist von B nach C, aber die zweite Funktion nimmt zwei Argumente, einen A und einen A1, reduziert einen B, und dieses B geht dann in C rein, geht in diese Funktion rein, damit C rausgemacht wird. Das ist der Eulen-Operator. So, der Eulen-Operator, der ist ziemlich obfuscated, ne? Man würde den nie in einem echten produktiven Haskell-Programm verwenden. Stimmt nicht ganz. Der Eulen-Operator wiederum, der ist so bekannt, dass es so ein bisschen ein Inside-Joke ist, dass man den doch verwendet. Aber es gibt noch Eulen-Operatoren höherer Ordnung. Ich glaube, die gehen so. Und die würde man dann wirklich nicht verwenden in einem lesbaren Haskell-Programm. Ich würde es vielleicht so erklären. Ja. Also die Funktion gibt ein C zurück. Da kann man sich überlegen, dieses C muss ja irgendwo herkommen. Also die Funktion kann ich einfach ein C erfinden. Und dann kann man sehen, dass der einzige Ort, wo das C sonst noch auftaucht, ist ganz vorne in der ersten Funktion. Aber um an das C ranzukommen, muss man erstmal ein B reinstecken, und das B muss wieder auch aus der zweiten Funktion kommen. Da muss man wieder das A und das A1 reinstecken. Genau. So kann man praktisch zurückverfolgen, was die Funktion machen muss, um an das C zu kommen. Genau. Vielen Dank. Zeig mal nochmal den Robot-Gesicht. Aber er ist ja nicht praktisch. Genau. Wie geht der Robot-Gesicht-Operator? Klammer auf. Den da, ja? Der hat noch nicht Doppelpunkt, merke ich gerade. Aber das ist ein schöner Operator, und der ist tatsächlich nützlich, ja. Schaut euch hier diese Liste an. Angenommen, wir wollen ein Zeichen davor setzen, vielleicht nen J. Dann geht das so. Also Doppelpunkt, das ist der Operator, der nimmt einen Wert und eine Liste von Werten und tut diesen Wert vorne noch an die Liste ran. Kommt eine neue, längere Liste raus. Können Sie auch mit Zahlen machen. 3 und jetzt Liste 10, 20, 30. Gibt die Liste 3, 10, 20, 30. Das macht der Doppelpunktoperator. Es gibt, der Typ von Doppelpunktoperator ist das. Nimmt ein A, ein einzelnes A, und dann nimmt eine Liste von A's und gibt eine längere neue Liste von A's zurück. Folgendes funktioniert nicht so, wie man es denkt. Man hätte jetzt vielleicht erwartet, dass diese beiden Listen einfach zusammengefügt werden, konkateniert werden. Aber das macht man nicht mit Doppelpunkt, sondern das macht man mit Plus Plus. Plus Plus fügt zwei Listen miteinander zusammen. Doppelpunkt dagegen nur ein einzelnes Element mit einer Liste von Werten. Das ist der Unterschied. Der Typ von Plus Plus lautet so. Nimmt eine Liste, nimmt eine zweite Liste von derselben Gestalt, vom selben Typ, und gibt eine dritte Liste zu. Ja. So, Antwort. Was ist der Typ von in Klammern? Das, also die Klammern sind nur dazu da, um aus dem Operator wieder eine gescheite Funktion zu machen, damit man also sie syntaktisch als Funktion bauen kann. Und das ist der Typ. Nimmt ein einzelnes A, nimmt eine Liste von A's und tut dieses vordere A vorne ran setzen. Also auch mal Klammer machen, Backtick, das ist dann. Die sind quasi inverse Operationen. Ich kann aus einer Funktion kann ich mit Backticks einen Operator machen. Also diff ist eigentlich eine normale Funktion, ich kann diff 5.2 schreiben, und wenn mich das stört, mache ich mit den Backticks daraus einen Operator. Und umgekehrt, wenn ich einen Operator habe, wie Plus oder Plus Plus oder Doppelpunkt,
dann kann ich in die runde Klammern setzen und dann kann ich ihn wie eine Funktion behandeln. Was nicht geht, ist, dass man das so schachtelt oder so. Das liegt daran, dass Haskell nicht Perl ist. Okay. Gut. Hier zu Fragen gerade? Okay. Für die Fortschritte kann man noch anmerken, dass dieser Robot-Head-Operator die Qualität ist zu Return in der Diskussion. Achso, genau. Ich habe jetzt gar nicht noch über den Robot-Head-Operator gesprochen. Schaut euch kurz das da an. Also auch die Anfänger, für alle, ja. Was man machen kann, ist, man kann den Operator partiell schon mal füttern mit einem Argument. 3 plus. Das Ergebnis ist eine Funktion, die dann noch den zweiten Summanden nimmt und ein Ergebnis dazu liefert. Wir können das auch in einer Variablen wirklich speichern. So, jetzt gibt es f und jetzt können wir f10 aufrufen oder f20 oder f30. F ist jetzt die Funktion, da kommt noch eine Zahl rein und dann wird sie mit 3 addiert. Der Typ von f lautet Integer nach Integer. Genauso gibt es zum Beispiel die Funktion das da. Das nimmt jetzt eine Liste von Chars, zum Beispiel B, C, D, E, F. Ne, Strings sind ja Listen von Chars und tut vorne das A noch dazu. Dann kommt A, B, C, D, E, F raus. Okay, und jetzt gibt es genauso gut auch hinten plus 3. Bei der Addition spielt das keine Rolle, weil die ist kommutativ, zumindest modulo Fließkomma-Ungenauigkeit. Ne? Aber also man kann halt vorne das Argument schon mal füttern oder hinten füttern. Und jetzt können wir es auch mit dem Doppelpunktoperator verstehen. Hier wird der Doppelpunktoperator schon mal vorgefüttert mit seinem zweiten Argument, nämlich der leeren Liste. Das da also ist eine Funktion, die nimmt ein A und gibt eine Liste von A's zurück, nämlich die, die dann nur dieses eine Element enthält. Gut. Und den schreibt man gewöhnlich so, damit es smiley-iger aussieht. Das ist der Robot-Head-Operator. Oder auch Robot-Monkey-Head-Operator, ne? Diese partiell angewandten Operatoren bezeichnen man als Sections. Ja, das ist eine gute Information. So, was heißt Section? Und weil der praktische Operator, der irgendwie zwei Argumente nimmt, und man schneidet sich jetzt praktisch den Teil des Operators raus, weil dem ein Teil fix ist. Ja. Und ich will nochmal hinschreiben, diese Bemerkung viel fortgeschritten, was du gerade vorhin gesagt hast mit der Return-Sache. Also schaut euch den Robot-Operator hier an, ja. Ich kann ihn nicht ausgeben, aber das ist ein Typ. Es gibt Return in der Listenmonade. Und in der Listenmonade hat es exakt denselben Typ. Also ich könnte zum Beispiel schreiben 1, 2, 3, plus Return 4. Und das wird funktionieren. Okay, diese Bemerkung war nur für die Fortgeschrittenen. Jetzt geht es wieder weiter für die Anfänger. So, was wir nämlich an der Gelegenheit gerade machen können, ist auch das Erklären, wie das mit Funktionen ist, die mehrere Argumente nehmen. Das war gerade schon ein paar Mal auf als Frage und wir brauchen sowieso, deswegen erklären wir es jetzt. Schaut euch die Funktion diff an. Ne? Diff macht Ganzahldivision. Und es kommt jetzt der Moment, wo wir klären, warum das so komisch ist mit diesem Doppelpfeil. Man würde doch eigentlich vielleicht sowas erwarten als Typ. Nimmt irgendwie einen Tupel, hier der Zähler und der Nenner, und gibt dann ein Ergebnis zurück. Irgendwie so würde man es erwarten. Oder vielleicht irgendeine andere Spezialnotation dafür, wenn eine Funktion zwei Argumente nimmt. Vielleicht mit Leerzeichen oder was auch immer. Sowas würde man erwarten. Aber ist halt in Haskell nicht so. Ne? In Haskell hat man diese komische Sache. Und jetzt kommt die Erklärung, warum die in Wahrheit nicht komisch ist und warum die super sinnvoll ist. Und nach dieser Erklärung ist auch unser Club hier benannt, der Kirk. Okay, zunächst mal muss ich euch verraten, dass dieser Ausdruck, der jetzt weiß ist, eigentlich in Klammern stehen müsste, in runden Klammern stehen müsste. Also wie Punkt Verstrich, ne? Man kann manchmal Klammern weglassen, hier wurden Klammern weggelassen und dieses Zeug müsste in Klammern eigentlich stehen. Gut. Was ist dann der Typ von diff, wenn man ihn wirklich vorliest? Dieses Integral ignorieren, ja? Der Typ von diff lautet dann, diff ist eine Funktion, da kommt ein einziger Wert rein und das Ergebnis ist eine neue Funktion. Kein Endergebnis, sondern eine neue Funktion.
Und in diese Funktion kommt ein zweiter Wert rein. Und sobald dieser da reinkommt, ist dann wird ein Endergebnis berechnet. Wenn man diff 20.2 schreibt, das Ergebnis ist 10, ja, dann ist das auch eigentlich nur syntaktischer Zucker für diese Sache, wo man jetzt die Klammern wirklich dabei hat. 20 wird erstmal in die Funktion diff reingetan. Das Ergebnis ist doch eine Funktion. Und in diese Funktion kommt das zweite Argument rein, die 2. Wir können sogar diff 20 in einer Variable speichern. Dann ist h jetzt noch von Integer nach Integer. Und in h kann die 2 rein oder auch die 3 oder auch die 4. Und so ergibt das Sinn. Also Fazit. In Haskell gibt es nicht Funktionen mit mehreren Argumenten. Es gibt nur Funktionen, die ein Argument nehmen, aber als Ergebnis ihrerseits eine Funktion zurückgeben, die dann noch weitere Argumente nimmt, zum Beispiel noch ein weiteres, und dann ein Endergebnis produziert. So erklärt sich das. Das wird dann, genau, also zunächst natürlich super ineffizient, aber dann gibt es coole Leute, die den Glasgow Haskell Compiler geschrieben haben, den wir hier verwenden, ne? Eines der größten Haskell-Projekte auch. Und die geben sich halt richtig Mühe, um das so krass zu optimieren, dass es zum Schluss einfach genau dasselbe ist, wie wenn du handgeschriebene Assembler-Schleife schreiben würdest. Manchmal. Also manchmal ist Haskell auch langsam natürlich. Aber ein Fun-Fact noch, vor allem an die Fortgeschrittenen. Es ist super easy, in Haskell Nebenläufigkeiten zu unterstützen, mehrere Threads. Und dann ist es vielleicht so, dass Haskell zunächst um Faktor 2 langsamer ist als 10. Aber jetzt kann ich einfach die Anzahl der Threads hochschrauben. Und wenn ich jetzt 10 Kerne habe, wird mein Haskell-Programm 10 mal schneller. Ohne, dass ich was machen muss. Ich lüge so ein bisschen, ich übertreibe ein bisschen. Aber ich übertreibe nicht zu viel. Ja? Und das kann ich in C natürlich nicht. Ich habe in C auch Threads, aber nur mit Kopfschmerzen. In Haskell sage ich einem Aufsatzsystem, hey, verwende 10 Threads statt einem. Und schon ist das Thema schneller. Übertrieben gesprochen. Okay. So, wir machen eine Theorie-Sache noch für die Anfänger, die Prototoren, nämlich Definition von Funktionen, oder? Prototoren? Okay. Vielleicht wollt ihr selbst so coole Funktionen schreiben wie head und last und sowas. Ich zeige euch kurz, wie das geht. Das braucht ihr für alle weiteren Aufgaben. Das macht man dann meistens nicht mehr in der interaktiven Shell, weil man da wieder weil meistens Definitionen aus mehr als einer Zeile bestehen und dann wird es ein bisschen unübersichtlich. Lasst uns die Funktion head neu implementieren. Ich nenne die head Strich. Strich ist ein normales Zeichen in Haskell, weil head selbst gibt es ja schon in Haskell. Ja? Also head Strich, um die neu zu haben. Das geht so. Gehen wir es langsam durch, ja? In der ersten Zeile steht die Typsignatur. Die Typsignatur kann man auch weglassen. Haskell betreibt Typinferenz. Ich kann alle Typsignaturen, fast alle Typsignaturen einfach weglassen, wenn ich möchte. Es ist aber ein guter Stil, sie hinzuschreiben, vor allem für Top-Level-Definitionen, einfach weil es gleichzeitig in die Dokumentation ist. Wenn ich den Code gerade überfliegen will, dann schaue ich mir nicht hier diese Definition an, sondern ich schaue mir nur den Typ an und habe schon ein grobes Gefühl dafür, was die Funktion macht. Hier steht jetzt drin, was die Funktion macht. Und zwar ist diese Funktion hier durch Pattern Matching definiert, durch Fallunterscheidung darüber, wie ein Eingabeargument aussieht. Der einfachste Fall ist nämlich, dass das Eingabeargument eine leere Liste ist. In diesem Fall gibt es kein erstes Element. Ja? Und der kompliziertere Fall ist der. Gut, im einfachen Fall, da tun wir eine Fehlermeldung zurückgeben. Error geht nicht. Gut. Und das ist der interessante Fall. Das meint, dass das erste Argument eine Liste ist, und zwar eine nicht leere Liste, deren erstes Element ein X ist und deren alle restlichen Elemente der Schwanz der Liste XS genannt wird. Also wir haben eine Liste, die fängt mit X an und dann kommen eventuell noch weitere Elemente, vielleicht auch 0 Elemente. Und dann geben wir das X zurück, weil wir head implementieren. Lasst uns auch kurz tail implementieren. Tail geht so. Ein Zeichen Änderung. Schreiben wir XS hin. Ja, Tail Strich oder Tail von einer Liste
ist der hier schwarz. Das ist S. So definiert man Listen. So. Einfach für die beiden Fälle, leere Liste oder nicht leere Liste, sagen, was da rauskommt. Warum sind das da jetzt eigentlich runde Klammern und keine eckigen bei X? Gut, dass du prägst. Also die Frage ist, warum sind es hier nicht eckige? Ja? Der Grund ist, das würde was ganz anderes bedeuten. Mit den eckigen Klammern nämlich würdest du meinen, dass hier eine Liste steht, die nur aus einem einzigen Element besteht. Nämlich einem Element, was diese Form hat. Also das heißt, dein Tail hier würde gar nicht operieren auf Listen, sondern auf Listen von Listen. Und deine Zeile hier würde nur sagen, was passieren würde, also das würde sagen, was passiert, wenn die leere Liste reinkommt. Und das würde sagen, wenn eine einelementige Liste reinkommt. Also diesen Doppelpunktoperator verwende ich immer mit runden Klammern. Ja, aber nicht immer, aber ja. In dem Fall auf jeden Fall mal. Ja, genau. Und was gibt es noch für Pattern-Matching-Sachen? Also woher weiß es jetzt, dass ich damit meine, genau. Das muss man einfach machen. Genau, also das ist vorgebaut in Haskell, allerdings nicht im Compiler, sondern im Preludium. Im Preludium, das wird automatisch importiert, da sind diese Funktionen Last, Head und so weiter drin. Und da ist auch der Datentyp der Listen definiert. Und der ist halt mit dem Doppelpunkt definiert. Wir werden später noch sehen, in ein, zwei Stunden. Man kann in Haskell mit ganz wenig Aufwand eigene Datentypen programmieren, zum Beispiel den Typ der Bäume, den Typ der Mengen, den Typ der Hashes oder sowas. Und für jeden so einen Datentyp kann man dann jeweils über ihn Pattern Matching betreiben. Bei Mengen ist es ein bisschen schwierig. Ja, ja. Dann kommt ein Syntaxfehler, aber einfach nur quasi, weil die Präzedenz nicht stimmt. Er würde versuchen, das so zu interpretieren, Tail-Strich von x, und dann kommt später noch ein Displace-Zeichen. Also aus ganz banal. Also eine Sache, die in der Vorlesung bei Studenten verwirrt hat bei uns, war, dass diese eckigen Klammern gewisserweise überladen sind. Also es gibt die eckigen Klammern auf Wertebene und es gibt sie auf Typebene und die heißen verschiedene Sachen. Vielleicht kannst du da noch einigen. Ja, gut, dass du das sagst, ja. Also ihr seht hier eckige Klammern auf der Zeile und ihr seht sie auch hier. Oder ihr seht sie auch einfach in irgendeinem Beispielcode wie, was jetzt auskommentiert, foo gleich 1, 2, 3, ja? Dann jetzt sieht man es gut, ja? Hier sind eckige Klammern und hier sind eckige Klammern. Die sind verwandt miteinander, aber bedeuten zunächst schon zwei völlig verschiedene Sachen. Diese eckigen Klammern, die sind der Typkonstruktor. Also das ist auch, befindet sich auf Typebene und das sagt aus, hier steht der Typ der Listen von Werten von Typ A. Listen von A's, das ist der Typ hier. Und das da oben ist ein Wert, nämlich konkret die Liste, die die drei Zahlen 1, 2 und 3 enthält. Und der Wert von, der Typ von diesem Wert ist halt sowas wie eckige Klammern int. Also schon recht einleuchtend, plausibel, aber man muss dann denken, dass die eckigen Klammern hier auf Typebene sind und da auf Wertebene. Ja, Werten. Dann nochmal zu den runden Klammern bei X und XS, dann sind das gar keine Tupelklammern in dem Fall, sondern Präzedenzklammern. Das sind hier Präzedenzklammern, ja. Ah, und die Präzedenzklammern in Haskell, die funktionieren genauso wie in Expressions in Perl auch. Ja, genau, einfach Klammerung. Und die kann ich auch hinter, es gibt ja ein If in Haskell, da kann ich dann auch einfach Klammern verwenden. Ja, eigentlich. Genau. Aha, okay. Eine Sache vielleicht kurz, das hatte ich vorhin vergessen, oder habe ich jetzt vergessen zu gehen. Die Reihenfolge, ne, spielt keine Rolle. Und zwar zum einen, weil innerhalb einer Funktionsdefinition spielt die Reihenfolge nahezu keine Rolle. Also gibt eine Subtilität, auf die ich jetzt nicht eingehen will. Aber vor allen Dingen auch insgesamt im Programm spielt die keine Rolle. Man kann den Haskell-Code immer, ein Haskell-Programm immer nach Belieben permutieren und es bleibt völlig valide. Das liegt daran, dass ein Haskell-Programm ja nicht aus Anweisungen besteht, die von oben nach unten durchgeführt werden. Könnte ich ja auch Teile von der Head-Definition und der Tail-Definition mischen. Nee, also das geht nicht. Zu Head. No. Okay, aber die linke Seite ist schon beschränkt. Ich kann zum Beispiel nicht sagen, okay, n Quadrat ist n minus 3 und jetzt soll er die Mitternachtsformel verwenden, um n aufzulösen. Jetzt weiß ich auch wieder, was ich gerade noch verstärken wollte. So ein Isgleich-Zeichen führt Kurzbezeichnungen ein. Zum Beispiel hier x ist im Folgenden eine Kurzbezeichnung für Tail-Strich von ABC. Und ABC selbst ist eine Kurzbezeichnung für diesen langen Ausdruck. Und die Idee dahinter ist, dass immer wenn jetzt im Folgenden zum Beispiel ABC irgendwo auftaucht, dann kann
dort, wo ABC steht, stattdessen auch dieser lange String hingesetzt werden. Es sind nur Kurzbezeichner, die nach Belieben austauschbar sind. Kurzbezeichner, die man nur verwendet, um Tipparbeit zu sparen. Ja? Und wenn ich also jetzt n gleich n plus 1 tippe, dann ist n eine Kurzbezeichnung für n plus 1, aber n ist halt selbst wieder so eine Kurzbezeichnung und das kommt in der Endlosschleife. So, und jetzt formuliere nochmal deine Frage mit dem Widerspruch. Also ich kann hier kompliziertere Gleichungen schreiben, die keine Lösung haben, rechts. Das ist ja schon sowas wie n gleich n plus 1. Ja, ja. Ja. Er versucht halt nicht, diese Gleichung irgendwie nach n aufzulösen oder sowas, sondern er macht das mit dieser Kurznotationsding und das ist das Endeffekt der Programmiersprache. Also man muss schon irgendwie eine Vorschrift geben, mit der man das wirklich berechnen kann, was da rauskommt. Und das heißt, diese Definition, die man da hinschreibt, ist gleich, wir müssen in irgendeiner Form produktiv sein. Also die rechte Seite muss irgendwie einfacher sein als die linke Seite nach irgendeiner gewissen Metrik. Also irgendwann muss diese Auswertung, wenn man das immer wieder setzt, den Termin ändern. Sonst kriegt man eine Endlosschleife. Genau. Und also jetzt für Mathe-Fans gerade, ja, da steckt schon noch ein bisschen mehr dahinter. War im Wesentlichen auch schon das, was Manuel gesagt hat. Wenn ich so eine rekursive Gleichung habe, ja, dann kann ich mir eine Funktion dazu bauen und dann frage ich mich, hey, was ist der hier kleinster Fixpunkt? Kleinster nicht bezüglich der Zahlordnung, sondern kleinster bezüglich der ist stärker definiert als Ordnung. Jede Funktion hat einen Fixpunkt in Haskell und der Fixpunkt in dieser Funktion ist die Endlosschleife. Weil wenn ich die Endlosschleife einsetze und plus 1 gleich kommt, die Endlosschleife passen. Ist übrigens auch für Informatiker. Fixpunkte kommen tatsächlich. Richtig, natürlich. Banach-Tarski ist eine coole Sache und wird im Mathestudium viel zu selten gelehrt. Banach-Tarski, Fixpunktsatz. Der ist cool. Knaster-Tarski, oder? Knaster-Tarski, ja, richtig. Das ist auch eine diskrete Struktur. Richtig, genau. Und Fun Fact: funktioniert auch konstruktiv. Daher in einem Topoi und habe ich vor kurzem in meiner Forschung gebraucht. Habe es im Gamma-Fox angewendet, konnte dann was über quasi kohärente Idealgaben zeigen. Das ist dasselbe, oder? Okay. Liebe Co-Tutoren, was soll gerade hier noch erklärt werden? Ich glaube, jetzt kommen alle klar bis Aufgabe 19.